Gertruds Vater ist zwar sehr überraschend, hat aber sicher seinen guten Grund. Was ist? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Hallo, Mr. Lovegood. Ich bin Harry Potter, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt. Dürften wir rein? Also, wie kann ich Ihnen denn helfen, Mr. Potter? Nun ja, Sie. Es geht um etwas, was Sie damals auf der Hochzeit um den Hals hatten. Es war ein Symbol. Sie meinen das? Auch hier kommt alles anders als erhofft. Welche Rolle Lunas Vater dabei spielt, ist unerheblich. Denn auch für ihn endet das Teestündchen nicht wie geplant. Und diesmal scheitert die Flucht von Harry, Ron und Hermine, allen Zauber zum Trotz. Es gibt die Heiligtümer wirklich, aber du weißt schon, wer will nur das Letzte von ihnen. Und wer weiß, wo es ist. Ehe die Nacht um ist, hat er es, er hat den Elderstab gefunden. Dein kleiner Freund ist bald noch viel schlechter als jetzt, wenn er nicht lernt, wie man sich benennt. Hey, Missgeburt, was hast denn du? Nein, nicht du. Hinter mir ist das Haus der Malfoys und so schön und hübsch es hier auch aussieht, es ist der Ort des Bösen. Hier hält nämlich Bellatrix Hermine gefangen und auch Ron und Harry sind hier. Ich schleich nicht mal ran. It really is nasty. Yes. Es wird wirklich hässlich. Bellatrix foltert Hermine, um an Informationen zu kommen. Es war furchterregend. Bellatrix ist furchterregend. Aber es ist eine gute Szene. Bellatrix ist my sister-in-law. Bellatrix ist meine Schwägerin. Sie ist Narcissas Schwester und sie will, genauso wie alle anderen auch, nahe an der Macht sein. Sie will all die richtigen Dinge getan haben, denn wenn Voldemort die Welt regiert, wird das umso besser für sie sein, je mehr sie für ihn getan hat. Aber ihr fehlen ein paar Schrauben. Sie ist leicht irre. Das heißt, sie geht weiter und bricht mehr Regeln als jeder andere. Bellatrix hat sich kein bisschen verändert. Ich spiele sie, wie ich sie immer schon gespielt habe. Bellatrix kennt keine Grenzen. Sie ist eine Tyrannin. Sie fürchtet sich vor allem und jedem und deshalb muss sie andere ängstigen, bevor sie ihr Angst machen. Das ist ihre Art, Menschen zu entwaffnen. Sie schüchtert sie ein. Sechs Schuljahre in Hogwarts haben die Zauberschüler auf diese Kämpfe vorbereitet. Und so sieht es schlecht aus für Voldemort und seine Gefolgsleute. Das aber ist nur der Auftakt zu einer Schlacht, die ihre schlimmsten Albträume übertreffen wird. Unsere Welt war nie einer größeren Bedrohung ausgesetzt als heute. Aber Sie können diesen Krieg nicht allein führen, Mr. Potter. Dies sind dunkle Zeiten, es lässt sich nicht leugnen. Ich bin nicht befugt, Ihnen zu viel darüber zu verraten. Sonst muss ich Sie töten. Es wird keiner mehr sterben. Nicht wegen mir. Wir haben das Ministerium unter Kontrolle. Sie haben nichts zu befürchten, wenn Sie nichts zu verbergen haben. Je länger wir hier bleiben, desto stärker wird er. Niemand außer mir tötet Harry Potter. How
das Herz. Warum überlebt Harry immer wieder die Kämpfe mit Voldemort? Voldemort, how does he do that? Ich weiß, hey, das ist das, was uns alle wundert. Es ist wie bei Bond, ich schaffte es immer davon zu kommen. Die Gründe stehen alle auch im Buch. Die Liebe von Harrys Mutter, die ihn beschützt. The love of Harry's mother protecting him. Der Fakt, dass in diesem Film Harrys Zauberstab dem von Voldemort entspricht und Harry beschützt, ohne dass er damit irgendwas zu tun hat. Man kann all diese Gründe nennen, aber ich glaube, wir wissen beide, dass er deshalb nicht stirbt, da er der Held ist. Die Bücher wären viel kürzer, wenn er auf der zweiten Seite sterben würde. Wir mussten also sicherstellen, dass Harry bis zum letzten Film lebt. Er ist hinter Ihnen her, Mr. Potter. Sag mir, wo er ist. Nicht die geringste Chance. Helft mir! Finsterer, gefährlicher, spannender. Die letzte Schlacht um Gut und Böse beginnt und damit ein fulminantes Feuerwerk der Magie. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Nehmen Sie Ihren Zauberstab und sagen Sie Abracadabra in die Kamera. Nein, die Leute werden sauer. Ich habe das einmal im zweiten Film gemacht, der Kammer des Schreckens. Ich sollte Harry Potter im Flur niederstrecken und ich kannte die Zaubersprüche nicht. Ich war neu am Set und mir fiel nichts anderes ein, als Abracadabra zu sagen. Ich fange gerade an, da haut Dobby mich um. Alle haben sich beschwert und mich beschimpft. Wie kannst du es wagen, zu versuchen, einen unschuldigen Jungen zu töten? Nein, ich spiele nicht mit dem Feuer. Guardian Leviosa. Reductor. Ich wollte nur Ihren Fernseher in die Luft jagen. Guardian Leviosa.